Tief Norlek bestimmt in den nächsten Tagen unser Wetter. Am Dienstag halten sich im Norden dichte Wolken, die besonders ab dem Nachmittag länger anhaltenden Regen bringen. Dazu weht bei 12 bis 17 Grad ein lebhafter und böiger Wind. Nach Süden hin schaut die Sonne dagegen häufig heraus, am schönsten wird es von der Mosel bis nach Schwaben. Die Temperaturen steigen dort auf angenehme 18 bis 23 Grad. Am Mittwoch zieht der Dauerregen im Norden Richtung Polen ab, dahinter folgen neben Auflockerungen ein paar Schauer, teils mit Blitz und Donner. Bei kräftigem Westwind liegen die Höchstwerte bei 11 bis 16 Grad. In der Landesmitte beginnt der Tag freundlich, von Nordwesten her ziehen später Schauer auf. Überwiegend sonnig bei 20 bis 25 Grad bleibt es südlich des Mains. Am Donnerstag setzt sich auch in der Südhälfte kühlere Luft durch, im Norden gibt es typisches Aprilwetter. Nach einer kurzen Wetterberuhigung am Freitag ist am Wochenende mit neuen Regengüssen zu rechnen, längere freundliche Phasen sind jedoch auch mit von der Partie.